Moin Leute, hier ist der Denglischer. Heute gibt es eine Übersetzung von The Comic Experience und zwar das oder der oder die oder den Thanos Comic. Passend zu Avengers Endgame nächste Woche im Kino. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo oder auch ein Like da lasst. Und ihr könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben. Viel Spaß! Aus der Entfernung scheint der schwarze Quadrant wie jeder andere kleine Mond in den äußeren Zonen des Weltraums zu sein. Aber täusch dich nicht, dieser Ort ist wie kein anderer. An diesem Ort ist die Hochburg der Black Order. Eine unvergleichliche Ansammlung von Söldnern, Unzufriedenen und Sklaventreibern, die den Sektor für den Großteil eines Solarjahres in ihren Fängen halten. Und im Herzen ihrer Gemeinschaft, wie ein gezackter Dorn, steht ein Turm. Das ist, von wo aus er beobachtet. Corvus Glaive, Meister von der Black Order, Herrscher des schwarzen Quadranten. Die Schlimmsten aller Schlimmen beugen sich ihm und er seinerseits herrscht über sie mit einer harten, aber fairen Hand. Es gab eine Zeit, in der Corvus Glaive sich jemand anderem beugte. Es gab eine Zeit, in der er nicht das Alpha war, aber vielmehr der Untergebene eines starken Tyrannen. Dieser Tyrann war bekannt unter vielen Namen. Einige nannten ihn den wahnsinnigen Tyrannen. Corvus Glaive musste ihn Meister nennen. Aber jetzt nicht mehr. Dieser Tyrann wurde abgelenkt und in verschiedene Kriege verwickelt. Sowohl im Geheimen als auch öffentlich. Und um es kurz zu machen, der Tyrann musste sein Territorium verlassen. Und in seiner Abwesenheit hat Corvus Glaive die Kontrolle übernommen. Er formierte eine Armee um sich und nahm diesen Ort an sich. Er wurde endlich der König, zu dem er immer wusste, geboren worden zu sein. Der wahnsinnige Titan herrschte unter Furcht und Gewalt, aber Corvus Glaive wusste, wie man die Leute inspiriert. Die Botschaft seiner Großzügigkeit und die Beute für die, die ihm loyal sind, würden ihren Anteil haben, sich in der Galaxis ausbreiten und seine Black Order wuchs. Neue Territorien gingen unter Corvus Kontrolle, jeden Tag. Für all das Böse, der schwarze Quadrant funktionierte wie ein Uhrwerk unter Corvus Glaive. Ordnung und Kontrolle waren die Säulen seines Königreichs. Dort war alles, wie es Corvus befahl. Alles war, wie er es wollte. Und dann kehrte Thanos zurück. Und Thanos ist nicht glücklich. Ihr seid zurückgekehrt. Ihr habt diesen Sektor verloren. Er ist jetzt mein, Thanos. Und ich bin bereit, dafür zu sterben. Ja, das bist du. Wo ist er? Wo ist wer? Du weißt wer. Schau, Kumpel, dieser Ort ist für zahlende Kunden. Ich will keine... Ich frage nochmal, wo ist er? In der Raum. Danke sehr. Gut, du bist aber ein strammer Bursche. Bitte komm rein und leist uns Gesellschaft. Je mehr, desto besser.
Ich bin nicht hergekommen, um bei uns Unzucht zu machen. Ich bin... Oh, ich weiß, wer du bist, Trico Slatterus, der selbsternannte Sieger des Universums. Ich frage mich, Slatterus, wie kamst du darauf, dass du nicht bloß ein Sieger, aber der Sieger wärst? Scheint ein bisschen eine hochmütige Sache zu sein, sich selbst so zu nennen, oder? Oh, und ist es wirklich irgendwie besser, sich selber Star Fox zu nennen? Gut, damit hast du mich sicher, Trico. Ich wurde beauftragt, dich zum Titan zu bringen. Also wir können hier rumstehen und den ganzen Tag labern. Oder wir können darum kämpfen. Oder du kannst dich einfach anziehen und mich draußen treffen. Die Zeit ist begrenzt. Beauftragt? Beauftragt von wem? Von deinem Neffen. Thane benötigt eine Audienz mit dir, Star Fox. Und er wird nicht warten gelassen. Ihr habt diesen Sektor verlassen, Thanos. Ihr habt diesen Ort verlassen. Ich wollte nur etwas für mich selbst. Sicherlich könnt ihr das verstehen. Verstehen? Ich verstehe, dass du das genommen hast, was nicht dir gehört. Ich verstehe, dass du zu weit gingst, Corvus Glaive. Mein Schwert! Wenn ihr es zerstört, zerstört ihr mich, Thanos. Bitte zeig Gnade. Wenn du mehr Rückgrat gezeigt hättest, hätte ich dich vielleicht verschont, Corvus. Aber du warst mir einst loyal. Das heißt etwas. Also werde ich dir eine Wahl lassen, Corvus Glaive. Mit deinen Schwertentrümmern wirst du auch bald sterben. Also darfst du dich selbst töten. Jetzt und es beenden. Oder du kannst es mich tun lassen. Mache keinen Fehler. Dieses ist meine Gnade. Falls ich gezwungen werde, es zu tun, wird dein Leiden zehnfach schlimmer sein. Ich... Du erwartest von mir, dass ich mitfliege, da drin? Ich bin Eros, einer der Eternals vom Titan, Sohn von Mentor und Susan. Ich war ein Avenger. Ich werde nicht mitfliegen in dieser Weltraumkackwurst. Lass das Schauspiel, Star Fox. Das Schauspiel? Du kannst vielleicht jeden anderen mit diesen Hochnäsen-Weltraumprinzgelabere täuschen. Oder wenn nicht dies, dann diese ganze lebenslustige Abenteurermasche. Du bist schlauer als jeder, der einräumt. Du benutzt das Schauspiel, um Leute zu entwaffnen und sie zu manipulieren. Aber ich schlucke das nicht. Trico Slatterus, ich denke nicht, dass ich dich sehr mag. Ebenso. Jetzt klappe und geh in das Schiff. Bevor wir zum Titan gehen, müssen wir noch einen Halt machen. Warum sollte ich überhaupt mit dir irgendwo hingehen? Es ist mir eigentlich echt egal, was mein Neffe Thane zu sagen hat. Mir auch. Nun dann. Und zur Hölle arbeitest du dann für ihn? Ich lebe schon eine lange, lange Zeit, Eros. Und trotz deines Spottes bin ich der Sieger. Seit Jahrhunderten reise ich durch das Universum, fordere alles und jeden zum Kampf heraus. Ich tue das, um mich selbst zu beweisen. Ich tue das, weil ich es kann. Und jetzt hat der Neffe mir die großartigste Herausforderung von allen geboten. Und Gott hilf mir, er scheint zu denken, wir brauchen dich, um zu helfen, es zu vollenden. Oh, wirklich? Und was, wenn ich fragen darf, ist diese großartigste Herausforderung? Nicht was, Eros. Aber vielmehr, wen? Hast du nicht davon gehört? Dein Bruder ist zurückgekehrt. Wir werden Thanos selbst töten. Ich habe dich gar nicht ankommen hören. Das tut nie jemand. Sie werden bald kommen, Tricord Eros, genau wie wir es geplant haben.
Dennoch scheinst du besorgt zu sein. Sollte ich nicht? Thanos sichert seine Machtposition ein weiteres Mal. Und sogar mit Trico, Eros und jeden anderen in unserem Plan. Denkst du nicht, wir könnten deinen eigenen Vater bezwingen? Ich bin nicht so mächtig, wie ich einst war. Und mein Vater ist... Er ist Thanos. Er ist praktisch ein Gott. Du sorgst dich zu viel, Thane. Ich sagte dir, als ich dich vor all diesen Monaten gefunden habe, ich würde mich um alles kümmern. Vertraust du mir nicht? Nein. Hä? Gut, ich kann dir das nicht wirklich vorwerfen. Ich schätze, der beste Weg, dein Vertrauen zu gewinnen, ist, dir ein Geheimnis zu verraten. Verstehst du, ich weiß etwas, was kein anderer im ganzen Universum weiß. Ich weiß etwas, das alles ändern wird. Was? Erzähl es mir. Es ist simpel. Du hast recht. Thanos ist praktisch ein Gott. Aber das Undenkbare passiert. Thanos stirbt. Thanos stirbt. Thank you.